Liebe Trader, im heutigen Video richten wir unseren Blick auf das Traderradar und betrachten im Speziellen zwei Handelssignale. Der Gesamtmarkt macht weiterhin einen guten Eindruck, nachdem dieser jüngste Kurseinbruch ja sofort wieder mit neuen Käufen beantwortet wurde. Scharfe, mehrtägige Pullbacks sind ja charakteristisch für einen Bullenmarkt und oftmals nach diesen kurzen, schnellen Bereinigungsphasen tun sich die führenden, die trendstarken Aktien sehr leicht, erholen sich von ihren Tiefs und brechen dann direkt auf neue Jahreshochs aus. Diese Entwicklung konnten wir in den letzten Tagen mehrfach beobachten und allgemein, wenn wir auch hier jetzt mal die letzten 5 Tage mit dem Traderradar einordnen. Das Traderradar an sich zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir einen guten Überblick über die allgemeine Gesamtmarktverfassung bekommen. Ich habe es schon oft erwähnt, es macht wenig Sinn, immer nur den Hauptfokus auf den DAX zu richten. Hier haben wir lediglich die 30 größten deutschen Unternehmen ausgehend von Marktkapitalisierung und Streubesitz. Viel interessanter ist, was macht die zweite und dritte Reihe, und wenn wir dort eben weiterhin eine hohe Kaufbereitschaft wahrnehmen können, Breakouts ziehen durch, es kommt in den Folgetagen zu Anschlussgewinnen, dann ist das eine gesunde Entwicklung und spricht einfach weiter für diese intakte Bullenbewegung. Und heute wollen wir uns mit folgenden Signalen beschäftigen, ganz nach dem Motto: Handle die Signale am Markt, die gerade gut funktionieren. Und hier fällt mir Folgendes auf: unter den Widerstandslinien langfristig, hier haben wir 13 Signale, 84%ige Trefferquote. In Bullenbewegungen schenke ich grundsätzlich Signalen mit einer Trefferquote größer 80% eine hohe Beachtung. Und wenn ich dann eben sehe, auch noch eine entsprechend hohe Häufung findet statt, dann macht es natürlich Sinn, genau bei diesen Signalen auch zu schauen, welche Breakouts laufen gerade und welche Aktien haben einen solchen Breakout unmittelbar vor sich. Schauen wir mal, welche Breakouts bis jetzt heute angelaufen sind, ordnen das Ganze nach der besten Entwicklung. Und hier haben wir zum Beispiel eine SGL Carbon, schöne Turnaround-Story. Und jetzt hier heute mit diesem Breakout könnte sich diese intakte Aufwärtstrendbewegung nochmals beschleunigen. Gut gefällt mir auch unter den IT-Dienstleistern eine All-for-One-Step, schöner neuer Aufwärtstrend und vor allem eben hier, wenn solche Breakouts aus solchen schönen, engen Konsolidierungsformationen erfolgen und das Ganze eben noch einhergeht mit diesem mittelfristigen Abwärtstrend. Das ist ein gutes Setup unter CAV-Gesichtspunkten für den Neueinstieg. Ebenfalls unter den IT-Dienstleistern gilt es auch ganz genau eine Adesso im Auge zu behalten. Die Aktie befindet sich jetzt zwar schon seit einigen Wochen im Konsolidierungsmodus, allerdings man sieht hier diese übergeordnete Trendbewegung ist weiterhin voll intakt. Es wird auch laufend positiver Newsflow gemeldet. Ende vergangener Woche wurde ein neuer Auftrag für die Union Investment verkündet. Dann hat man noch gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und grundsätzlich ist Adesso ja einer der größten Profiteure der Digitalisierung im Banken- und Versicherungssektor. Noch tut sich die Aktie ein wenig schwer nach oben hin auszubrechen, dennoch möchte ich mir hier direkt mit dieser Linie ein alarmendes System platzieren, Linksklick auf die Linie, Rechtsklick Alarm stellen, und sobald hier ein weiterer Versuch starten sollte, möchte ich natürlich darüber sofort informiert werden. Schwenken wir den Blick auf die Kandidaten und hier zum Beispiel eine SLM Solution, ganz, ganz heiße Chartsituation, auch hier wiederum wunderschöne Konsolidierungsphase, schöne Kontraktionsphase jetzt über die letzten Tage, wo sich die Handelsspanne nochmals deutlich eingeengt hat und das eben geht einher mit dieser langfristig etablierten Abwärtstrendlinie. Wir sehen am US-Markt, wie der 3D-Drucksektor wieder hosiert und die Aktien wie Stratasys oder 3D Systems in neue Aufwärtstrendstrukturen übergehen. Am deutschen Markt könnte von dieser Entwicklung entsprechend SLM Solutions profitieren. Der Konzern gilt ja als einer der führenden Anbieter von kommerziellen mit 3D-Metalldruckern, die vor allem im Flugzeugbau und in der Automobilindustrie immer stärker eingesetzt werden. Also diese Aktie gilt es auch ganz genau im Auge zu behalten. Hier stimmt das Gesamtpaket und auch eine Arealbank finde ich gar nicht uninteressant. Gab zuletzt ja auch positiven Newsflow, man hat die Prognose angehoben und wenn jetzt auch hier zeitnah diese breite Konsolidierungsformation nach oben hin aufgelöst werden sollte, dann wird auch diese Aktie für einen neuen Swing Trade interessant. Betrachten wir jetzt noch das zweite Signal. Wir gehen nochmals auf das Traderradar und hier ebenfalls mit einer hohen Trefferquote fällt unter den Trendfolgesignalen das Signal Short-Term Flatbase auf.
8 Signale in den letzten 5 Tagen und Trefferquote. Gerade war sie noch bei über 80%. Hier wollen wir direkt auch nochmal reinschauen und die letzten 5 Tage Revue passieren lassen. Hier gab es zum Beispiel einen schönen Breakout bei einer Crop Energies. Und grundsätzlich zeichnet sich dieses Signal ja aus, dass wir hier vor allem trendstarke Aktien auf den Schirm bekommen, die bullish auf Jahreshochniveau in einer Range konsolidieren und unmittelbar vor dem Breakout in Trendrichtung stehen. Hier Crop Energies zuletzt sehr schöner Ausbruch, nachdem dieser jüngste Ausbruchsversuch fehlgeschlagen ist. Auch eine Xing-Aktie hat hier einen sehr schönen Ausbruch vollzogen. Und für den Neueinstieg sind jetzt folgende Aktien interessant. Zum einen eine Osram, hier fehlen noch 1,6%. Und hier sehen wir auch wieder wunderschöner Konsolidierungsverlauf. Auch Osram hat ja zuletzt die Prognose angehoben. Daraufhin ist diese erste Impulsbewegung gestartet. Das war der Tag des Pivotal Points. Und hier wiederum auch sehr schönes Konsolidierungsverhalten jetzt über die letzten Tage. Spätestens mit dem Break aus der Short-Term Flatbase dürfte hier ein neues Kaufsignal aktiviert werden. Wir haben eine Carl Zeiss Meditec, auch hier wiederum schönes Konsolidierungsverhalten auf Jahreshochniveau. Das Signal Short-Term Flatbase ist ja quasi eine Kombination aus Abstand zum Jahreshoch in Kombination mit der Range. Und diese sollte im Bereich von 10 bis maximal 15% ablaufen. Abschließend noch eine KWS Saat. Dieser Titel hat sich ja hier zuletzt in einem doch schwierigeren Marktumfeld als Bulle zu erkennen gegeben. Wir sehen hier, dieser breite Big Picture Breakout aus einer mehrjährigen Konsolidierungsformation wurde entsprechend getriggert. Diese Bewegung wird sehr sauber auskonsolidiert, sodass auch diese Aktie mit dem nächsten Short-Term Flatbase-Signal auf der Long-Seite interessant wird.